Wir wollen den gegebenen Term vereinfachen und die Probe für r gleich 4 und s gleich 3 mit dem Taschenrechner durchführen. Zuerst lösen wir die Klammer auf. Dazu müssen wir das Vorzeichen beachten. Minus 2 hoch 3 ist negativ. Das ergibt minus 8. Den Rest schreiben wir ab. Nun können wir kürzen und die Potenzen dividieren. Beginnen wir mit dem Dividieren der Potenzen von r. R hoch 6 und r hoch 2 können wir dividieren. Potenzen werden dividiert, indem die Hochzahlen subtrahiert werden. Wir subtrahieren also von 6 2. Hier fällt r hoch 2 damit weg und hier bleibt r hoch 4 übrig. Setzen wir mit s fort. S hoch 4 und s hoch 2. Die Potenzen werden wieder dividiert, indem die Hochzahlen subtrahiert werden. Wir subtrahieren von 4, 2. 2 bleiben übrig. Nun können wir noch 8 und 2 ganz normal kürzen. Wenn wir 8 und 2 kürzen, ergibt sich minus 4. Das Minus können wir auch vor dem Bruchstrich ziehen. Im Zähler bleibt r hoch 4 übrig. Im Nenner bleibt noch s hoch 2 übrig. Damit haben wir den Term vollständig vereinfacht. Führen wir nun die Probe durch. Wir wollen die Probe für r gleich 4 und s gleich 3 durchführen. Dazu setzen wir zuerst in die Angabe ein. Anstelle von r setzen wir 4 und anstelle von s setzen wir 3 ein. Wir schreiben also 4 hoch 6 mal 3 hoch 2 mal minus 2 hoch 3 gebrochen durch. 3 hoch 4 mal 2 mal 4 hoch 2. Wenn wir das mit dem Taschenrechner vereinfachen und ausrechnen, ergibt sich minus 1024 Neuntel. Nun setzen wir ebenfalls in das Ergebnis ein. Minus 4 mal, anstelle von r setzen wir wieder 4 ein, 4 hoch 4, gebrochen durch, und anstelle von s setzen wir 3 ein, 3 Quadrat. Ausgerechnet ergibt das ebenfalls 1024 Neuntel. Der Wert der Angabe und der Ergebniszeile stimmt überein. Wir wissen also, wir haben richtig gerechnet.